Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie zum Abschluss der Jahrestagung der Deutschen Dante-Gesellschaft heute Morgen hier erneut begrüßen zu dürfen für die traditionelle Lectura Dantis. Und ich bin sehr glücklich und ich weiß, die Vorstandsmitglieder der DDG auch glücklich darüber, dass wir für diese Lectura Herrn Professor Dr. Heinrich Detering gewinnen konnten und für die Rezitation des italienischen Textes Frau Dottoressa Ilva Fabiani. Heinrich Detering hat seit 2005 einen Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literatur und vergleichende Literaturwissenschaft in Göttingen inne. Er ist ein weithin bekannter, profilierter und hochdekorierter Germanist und Komparatist. Er ist, was natürlich die Spannung auf seine Lectura auch steigen lässt, zugleich ein bekannter Lyriker. Und bei diesen Punkten möchte ich es eigentlich schon belassen, denn wer die Schriftenverzeichnisse von Heinrich Detering sich ansieht, der merkt, dass selbst eine kursorische Aufzählung alleine der Monographien den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Und deswegen sei Ihnen einfach gesagt, lieber Herr Detering, dass wir uns sehr freuen, dass Sie heute hier sind. Frau Dottoressa Ilva Fabiani ist Lektorin am Seminar für Romanische Philologie hier in Göttingen. Sie ist von Haus aus Philosophin, hat gearbeitet zu Hegel. Sie ist aber auch eine Romanautorin. Ihr Roman Le lunghe notti di Anna Alruzze erschien im Verlag Feltrinelli 2014. Das ist ein mehrfach ausgezeichneter Roman. Liebe Frau Fabiani, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind, um uns Dantes Text zu Gehör zu bringen. Zunächst aber, lieber Herr Detering, wir freuen uns auf Ihre Lectura Dantis. Ja, verehrte Damen, Herren und Hunde, ich freue mich sehr, dass ich zu diesem für mich ganz ungewöhnlichen Anlass eingeladen worden bin, eine Lectura Dantis mit Thomas Mann vorzustellen. Als Höllenfahrer sei Dante Alighieri schon zu Lebzeiten berühmt und berüchtigt gewesen, erzählt Franziska Mayer in ihrer Biografie eines Jahrtausendbuchs, ein Fachmann sei er gewesen in Sachen Höllenreisen. Fast immer geht es in den Dante-Adaptationen der Weltkunst und Weltliteratur um das Inferno, manchmal um das Purgatorio, fast nie um das Paradiso. Im Folgenden soll es um das Paradiso gehen, und zwar um eine in der Divina Commedia selbst erörterte, eindringliche Frage. Wie ist es möglich, so fragt der Wanderer sich im 20. Kanto verwundert und nicht ohne empörten Unterton. Wie ist es möglich, dass der ungetaufte Heide Trajan hier als Erlöster im göttlichen Licht schwebt? Dieser Frage nachgehen heißt, sich einem der großen Mysterien dieser Dichtung nähern. Es ist das Mysterium des Zusammenhangs von Gnade und Humor. Ehe er ihm unter den Lichtwesen des Paradieses begegnet, erblickt der Wanderer Trajan bereits im 10. Kanto des Purgatorio. Der Schöpfer selbst nämlich hat den berühmten Kaiser dort den sich läuternden Seelen und damit auch Vergil und seinem Begleiter vor Augen gestellt. Tatsächlich erscheint hier Gott als Bildner, als ein alle menschlichen Künstler in unvergleichlicher Souveränität übertreffender Bildhauer, der den nach Erlösung strebenden Seelen Episoden der Heilsgeschichte als gleichsam pädagogische Wandbilder zeigt. Schon dieses in der Weltliteratur, soweit ich sehe, beispiellose Gottesbild hat etwas Humoristisches, das vor blasphemischem Übermut aber bewahrt wird durch den bewundernd anbetenden Redegestus.
buchstäblich im reinen Marmor. Die Marmor Candido arbeitet hier der Weltenschöpfer als Künstler der von ihm selbst ins Werk gesetzten Heilsgeschichte. Staunend bemerken Vergil und der Wanderer auf ihrem Weg aufwärts durchs enge und steile Felsgestein empor zum ersten Kreis des Läuterungsberges. An der Felswand unten, wo sie weniger steil anstieg, eine Reihe marmorner Reliefs, die wundersame Geschichten erzählen, laut Puratorio 10, mit so schön gemeißelten Figuren geschmückt, wenn ich es nicht ausdrücklich sage, zitiere ich Köhlers Übersetzung, mit so schön gemeißelten Figuren geschmückt, dass nicht nur Polyklet, sondern die Natur selbst beschämt gewesen wäre. 3 Episoden sind es, auf denen Dantes Blick aufmerksam verweilt. Das erste Relief zeigt die Heimsuchung der Maria durch den Erzengel Gabriel. So lebensecht gemeißelt, heißt es, dass er gar nicht wie ein stummes Bildnis wirkte. Zur einzigartigen Beschaffenheit dieses Kunstwerks gehört seine suggestive Transzendierung zu einem Erlebnis, das auch Klänge einschließt. Der Betrachter meint, die zutraulich intime Anrede mitzuerleben, in der Gabriel, ich zitiere, den Bescheid zur Erde brachte, es sei der über Jahre herbeigesehnte Friede nun da und der lang verschlossene Himmel wieder offen. Diese Freudenbotschaft findet allerdings, so scheint es zumindest dem Betrachter, anders statt als in der Heiligen Schrift geschildert. Was Gabriel so mit seiner freundlichen Geste verkündet, das beantwortet die Jungfrau nämlich nur mit einer stummen Gebärde, die wortlos sagt, Exe Ancilla Dei, siehe, ich bin die Magd Gottes. Sie sagt es, aber sie sagt es lautlos, in einer Konstellation, in der ein gesprochenes Wort durchaus hörbar wäre. Das unterscheidet die Maria dieses göttlichen Bilderfrieses von derjenigen des Gotteswortes. Ihr fehlen die Worte. Gerade von dieser Maria aber heißt es, dass sie den Schlüssel führt, mit dem der Zugang zur hohen Liebe sich auftut, l'alto amor. Auf dem zweiten Bild erblickt der Wanderer die festliche Überführung der Bundeslade nach Jerusalem auf den Berg Zion und den in heiliger Ekstase tanzenden König und Psalmdichter David, der von seiner zuschauenden Ehefrau Michal für seinen Tanz verachtet wird. Wieder steht die heilsgeschichtliche Würde des Geschehens in eigentümlicher Spannung zur schlichten Intimität der Requisiten. Ein Ochsenkarren, heißt es ausdrücklich, trage die Bundeslade mit den Gesetzestafeln, das Allerheiligste des alten Bundes. Und in eigentümlicher Spannung auch zur sinnlichen Präsenz, die den Kunstcharakter des Bildes beinahe vergessen lässt. Denn deutlicher als zuvor der Dialog des Erzengels und der Maria, so löst nun der Anblick der jubilierend singenden und Weihrauchgefäße schwenkenden Menge im Betrachter widerstrebende Sinneswahrnehmungen aus. Davor waren eine Menge Leute zu erkennen, aufgeteilt in 7 Chöre, und von meinen Sinnen sagte mir der eine, sie singen ja. Der andere aber, ich höre nichts. Ganz ähnlich erging es beim Weihrauch, der dort abgebildet war, meinen Augen und meiner Nase. Sie konnten sich nicht einigen. Bedenkt man, dass ja Gott selbst als der Künstler dieser Werke gedacht ist, dann hat diese Sinnesverwirrung einen heilig-humoristischen Zug. Als ein vollkommener Beherrscher der bildnerischen Mimesis täuscht Gott den Betrachter, aber er tut es nur, um ihm das Heilige möglichst eindringlich zu vermitteln, optisch, akustisch, olfaktorisch und in einem durch diese sinnliche Intensität ermöglichten Involviertsein. Nein, ein Neustart ist jetzt nicht erforderlich. Um ihm das Heilige möglichst eindringlich zu vermitteln, optisch, akustisch, olfaktorisch und in einem durch diese sinnliche Intensität ermöglichten, involviert sein in die dargestellte Szene. Damit versetzt Gottes Kunstwerk den Betrachtenden in einen Gemütszustand, der demjenigen der gezeigten heilsgeschichtlichen Figuren etwa entspricht. Wie Maria beim Gruß des Engels ergriffen, verstummt
und sich nur noch durch ihre Gebärde auszudrücken weiß, die aber auch vollkommen genügt? So wird der König David inmitten des heiligen Geschehens hingerissen in den ekstatischen Tanz und springt hochgeschürzt vor der heiligen Lade einher. Seine Ehefrau, die, so heißt es, das alles vom Fenster eines großen Palastes gegenüber mit ansieht, vertritt mit ihrem Abscheu, mit Zorn und Verachtung, come donna dispettosa e trista, angesichts dieses Kontrollverlustes gewissermaßen das religiöse Juste Milieu. Anders der Erzähler. Er erkennt in der Ekstase, der anstößigen Ekstase, eine lediglich etwas anders ausgedrückte Form derselben Demut, die er zuvor bei der schweigenden Maria bewundert hat. Gerade in seinem Tanz ist l'umile salmista, der demütige Psalmist, zugleich weniger als ein König und mehr als ein König. Più e men che re in quel caso. Dass genau diese Umwertung der Werte, die das Verstummen aufwertet gegenüber dem Wort, den Rollenbruch gegenüber den Anstandsregeln und in beiden Hinsichten die unerwarteten als die wahren Demutsgesten, dass genau diese Umwertung der Werte dem Willen des göttlichen Künstlers entspricht, darauf macht Vergil selbst seinen Begleiter so diskret aufmerksam, wie zugleich Dante uns Lesende. Denn zwischen die beiden ekphrastischen Abschnitte ist eine Terzine eingeschoben, die vom ersten Bild zum zweiten überleitet. Darin mahnt Vergil den Wanderer, seine Aufmerksamkeit nun auch dem zweiten Bild zuzuwenden. Weiter nichts. Aber Vergil mahnt ihn, so sagt Dante, als der freundliche Meister, il dolce maestro, und zwar in einer nach links gewendeten Bewegung zu ihm hin. Warum müssen wir das wissen? Warum nach links? Weil dies, so bemerkt Dante, die Herzseite ist. Non tener pur ad un loco la mente, disse il dolce maestro, che m'avea da quella parte onde il cuore alla gente. Da der Wanderer sich zweifellos auch ganz ohne diese Ermahnung dem zweiten Bilde zugewandt hätte, ist dies beim Wort genommen die überflüssigste Bemerkung, die sich denken lässt. Es sei denn, es wäre für das rechte Verständnis des hier von Gott Gezeigten wichtig, es nicht nur mit dem Verstand zu betrachten, sondern auch mit dem Herzen und unter Beteiligung aller Sinne von Leib und Seele und angeleitet nicht von der lehrhaften Strenge des Mentors, sondern von seiner sanften Freundlichkeit. Dennoch kommt auch der Verstand nicht zu kurz. Denn aufeinander bezogen sind die beiden Bilder durch einen als allgemein bekannt vorausgesetzten Sensus typologicus. In der kirchlichen Auslegungstradition erscheint ja die Bundeslade als typologisches Vorzeichen der Maria, in deren Leib der Gottessohn heranwächst. Eine der größten Autoritäten für diese Art der Auslegung ist der heilige Papst Gregorius der Große. Er ist derselbe Papst, der in seinen Psalmauslegungen auch den heiligen Tanz des Königs David nicht tadelt, sondern vielmehr bewundert. Ego David plus saltantem stupeo quam pugnantem. Ich bewundere David mehr als den Tanzenden, denn als den Kämpfenden. Noch immer ermutigt durch Vergils Wort zum zweiten Bild von der Herzseite her, richtet der Wanderer nun seinen Blick auf das dritte Relief. Beinahe demonstrativ an der hoffärtigen Königin Michael vorbei, die dietro a Micol, auf eine andere Geschichte, un'altra storia. Nach der Empfängnis des Gottessohnes vom Heiligen Geist und der Überführung der Bundeslade auf den Berg Zion kommt diese Geschichte einigermaßen unerwartet. Auf König David und die Gottesmutter folgt Trajan, der römische Kaiser. Und zwar als der im Hochmittelalter bewunderte vorbildliche Herrscher, aber doch auch als ungetaufter Heide, dessen jenseitiger Platz der gesamten bisherigen Commedia zufolge trotz aller Ruhmestaten doch leider nur im Inferno, allenfalls im Limbus sein kann. Was tut der hier? Er tut ein Werk der Gerechtigkeit als mitleidiger Barmherzigkeit. Ein Werk, das seit Cassius Dio in vielen Varianten anekdotisch erzählt worden ist, zuletzt als 69. Novelle im Dante vermutlich bekannten Florentina Dovellino um 1280. Auf dem Weg zum Schlachtfeld lässt der Kaiser sich vom Weinen einer armen Witwe, deren Sohn ermordet worden ist, zu sofortiger Sühne dieses Frevels bewegen, ehe er seinen großen Weg in die Weltgeschichte fortsetzt.
Diese Ruhmestat, l'alta gloria del Roman Principato, veranlasst, und damit wird die Anekdote zur Legende, denselben Papst Gregorius, der eben schon zwischen den Zeilen mitsprach, den nach seinem Ende tatsächlich im Inferno leidenden Heiden Trajan freizubeten, so dass Gott ihn wieder zum Leben erweckt, damit er sich zum christlichen Glauben bekehren kann und ihn dann auf die päpstliche Fürbitte hin ins Himmelreich versetzt. Das Bild zeigt aber nicht diesen durch Gregorius bewirkten geistlichen Sieg selbst, sua gran Vittoria, sondern die Begegnung des Herrschers mit der armen Witwe inmitten des großen Schlachtenpanoramas. Er zeigt die Begebenheit als Begegnung Trajans mit einem Menschen, der ganz vom Schmerz getrieben ist und dabei auch alle Unterwürfigkeit gegenüber dem Herrscher, allen Anstand vergisst. Come persona in cui dolor s'affretta. Wieder glaubt der betrachtende Wanderer, den Dialog der beiden ungleichen Gestalten anzuhören. Sogar den Wind über ihnen meint er zu spüren. Die Adler auf Goldgrund schienen sich wahrhaftig im Winde zu bewegen. La guglie nell'oro, sovressi in vista al vento si movieno. Und wieder begreift er, dass hier Herz und Verstand gemeinsam am Werk sind. Nicht nur seine moralische Pflicht will Trajan erfüllen, il mio dovere, weil die Gerechtigkeit es verlangt. Vielmehr handelt er vor allem aus Pietà, aus Mitleidspflicht. Giustizia vuole e pietà mi ritene. Gerechtigkeit verlangt es und das Mitleid lässt mich nicht fort. Und wie Trajan hier gegenüber der trauernden Witwe, so wird dann der heilig gesprochene Papst Gregorius gegenüber diesem Trajan seine wahre Barmherzigkeit erweisen und ihn freibeten aus der Hölle. Dreimal hat damit Gott selbst dem Wanderer ein Vorbild wirklicher, und das heißt hier in allen drei Fällen, Regeln brechender und Konventionen ignorierender Demut vor Augen gestellt. Immagini di tante umilitadi. Er hat es in Bildern getan, deren alle Sinne ergreifende Ausstrahlung kein menschlicher Künstler zu erzeugen vermöchte und die eben darum stärker reden als jedes Wort. Esto visibile parlare. Und Dante hat ihm mit aller Anstrengung seiner ekphrastischen Sprachkunst zu folgen versucht, was ich, anders als Teile der Dante-Forschung, in aller mir gebührenden Demut doch als Zeichen gerade nicht dichterischen Hochmuts, sondern der Bescheidenheit lesen würde. Die in den drei Geschichten vorgeführte Demut eines unvermutet guten und richtigen Handelns führt zur poetologischen Demutsgeste des Dichters selbst. Angeredet werden mit all dem, die folgenden Passagen des 10. Kanto bringen das nachdrücklich in Erinnerung, angeredet werden die allzu selbstgewissen und darum hochmütigen Christen, die doch gerade in ihrer Überlegenheitsgewissheit die eigentlich elendesten aller Menschen seien. O superbi Christian, miseri lassi. Gestört sind sie in der Wahrnehmung des wahren Heils, das ihnen hier vorgeführt wird, gewissermaßen augenkrank. Della vista, della mente infermi. Was sie in diesem Canto hätten begreifen sollen, das resümiert der Satz, dass wir doch Raupen sind, Würmer, dazu geboren, Engelsfalter zu werden. Che noi siam vermi, nati a formar l'angelica farfalla. Diese vollständige Heilsmetamorphose aber vollzieht von allen ausführlich gezeigten Gestalten nur eine. Der Kaiser Trajan. Er ist auch, soweit ich sehe, außer dem Wanderer selbst, die einzige Gestalt der Commedia, die in allen drei Teilen der jenseitigen Welt vorkommt. Dass er im Inferno gewesen ist, erfahren wir rückblickend. Im Purgatorio erinnert Gottes eigenes Kunstwerk an seine barmherzige Tat und jetzt gleich im Paradiso wird ihm der Wanderer wieder begegnen, unter bemerkenswerten Umständen. Tatsächlich hat Dante das, was hier im Bild zu sehen war, noch 53 Kantos später nicht vergessen. Ort des Geschehens ist nun der zweite Jupiterhimmel.
Diesmal ist es der Himmelsadler, der dem Wanderer das Gesehene erklärt. So nennt er auch die weltlichen Herrscher, die um ihrer Gerechtigkeit willen hier im Paradiso wohnen dürfen. Den ersten beiden ist Dante bereits auf den göttlichen Bildwerken begegnet, dem König David und dem heidnischen Kaiser Trajan. Wieder überkommen ihn Verwunderung und Zweifel, il dubiar mio, angesichts eines Heiden im Himmel. Sie werden nicht geringer, wenn dann, nach dem biblischen König Hiskia und den christlichen Herrschern Konstantin dem Großen und Wilhelm von Sizilien dem Guten, noch ein zweiter Heide hinzukommt, der vorbildlich rechtschaffene, aber fast vergessene trojanische Krieger Ripheus aus der Aeneis des Vergil. Che cose son queste? Fragt er fassungslos. Hartmut Köhler übersetzt das mit, ja, was sind denn das für Sachen? In Dantes halb bestürzter, halb empörter Lakonie könnte es auch heißen, was soll das? Es sind zwei Lehren, die dem Wanderer auf diese berechtigte Frage hin erteilt werden. Die eine, wenig überraschende, besagt, wie sehr der Himmel einen gerechten Herrscher liebt. Come si innamora lo ciel del giusto regge. Die andere und wichtigere aber lautet, feierlicher und viel ausführlicher. Ja, komisch, ich dachte, doch, da ist es. Die zweite Antwort und die wichtigere lautet, feierlicher und ausführlicher. Regnum celorum, das Himmelreich, lässt sich Gewalt antun von heißer Liebe und von starker Hoffnung, die zusammen selbst den göttlichen Willen besiegen. Nicht wie der Mensch den Menschen niederringt. Vielmehr können sie ihn besiegen, weil er besiegt werden will und besiegt mit seiner Güte siegt. Regnum celorum violenza pate da caldo amore e da viva speranza, che vince la divina volontate non a guisa che l'uomo all'om sobranza, ma vince lei perché vuole esser vinta e vinta vince con sua beninanza. Aber diese Antwort macht die Sache nicht besser. Denn hat nicht gerade dieser Wanderer auf seinen Wegen durch das Inferno und das Purgatorium immer wieder die unerschütterliche Geltung der Regel schmerzlich anschauen müssen, der zufolge die vorbildlichsten Helden der Antike in Ermangelung der christlichen Taufe doch ebenso wenig in den Himmel gelangen können, wie die nur aus allzu begreiflicher Liebe sündigende Francesca da Rimini? Hat er nicht erfahren, dass das Himmelreich um der göttlichen Ordnung willen sehr wohl Gewalt auszuüben vermag? Und dass das Inferno der eine Ort ist, an dem es keine Hoffnung mehr gibt? Nun aber soll er, das ist die skandalöse Zumutung für ihn und übrigens auch für uns, nun soll er auf einmal etwas ganz anderes begreifen? Das Himmelreich lässt sich Gewalt antun? Von heißer Liebe und von starker Hoffnung, viva Speranza? Die zusammen selbst den göttlichen Willen besiegen? Der nur darauf wartet, so besiegt zu werden, um seine Güte siegen lassen zu können? Lasciate ogni speranza, voi che entrate, der schaurigste und meist zitierte Vers der Commedia, sollte etwa korrekturbedürftig sein? Was der Wanderer vom Adler erfährt, das vollzieht streng genommen keine Korrektur, sondern zeigt einen Umweg. Trajan, so erklärt er, kehrte aus der Hölle, aus der man eigentlich nie herauskommt, um noch Gutes zu tun, in seine Gebeine zurück. Dies war der Lohn für starke Hoffnung, die viva Späne. Aber hat nicht auch Trajan dort alle Hoffnung fahren lassen müssen? Ja, aber von Trajans Hoffnung ist auch keineswegs die Rede. Seine unverhoffte Aufnahme in den Himmel war der Lohn für die starke Hoffnung eines anderen. Für starke Hoffnung, nämlich die den Gebeten Kraft verlieh, Gott möge diese Seele auferstehen lassen. Viva spene che misera possa ne prieghi fatti a Dio per resuscitarla. Die Fürbitte des heiligen Gregorius ist gemeint. Von seiner Hoffnung ist die Rede und von der dadurch geweckten Macht seines Gebetes, dessen heiße Liebe sogar den göttlichen Willen bezwingen konnte. So, und das scheint mir zentral, durch die stellvertretende Liebe und Hoffnung des Heiligen, der für ihn eintritt, gelangt der Heide aus der Hölle als glorreiche Seele, Anima Gloriosa,
in das ewige Licht zu diesem Freudenfest, a questo gioco. Dem Ungetauften, der in seinem irdischen Leben das Werk der Barmherzigkeit getan hat, ihm widerfährt im Jenseits die Barmherzigkeit eines für ihn Bittenden. Hatte der Wanderer damals beim Anblick des göttlichen Bildes im Purgatorium die dumme Verblendung der Christenmenschen beklagt, so rühmt nun der Adler die Gnade des Himmels, die alles menschliche Begreifen übersteigt. O predestination, quanto remota è la radice tua da quelli aspetti che la prima cagion non vegion tota. O Gnadenwahl, wie weit entfernt ist doch deine Wurzel für all die Blicke, die den Urgrund nicht ganz und gar erkennen. Was Hartmut Köhler hier nach ausführlich referierten Erwägungen energisch und im Rückgriff auf Martin Luther Gnadenwahl übersetzt, heißt in Dantes Text, Sie sehen es, die Prädestination. Das zuerst im Römerbrief erscheinende paulinische Thema, an dem sich Theologie wie Geschichtsphilosophie von Augustin bis Karl Barth abgearbeitet haben und das gerade in der Hochscholastik, etwa bei Duns Scotus, die theologische Erörterung der Gnade bestimmt, dieses große Thema hat im Hymnus des Jupiteradlers zumindest für diesen Augenblick alle Schrecken des Wortes Prädestination verloren, den es doch in der Eiseskälte des Inferno ausgestrahlt hatte. Der wundersame Bedeutungswandel von der so unerforschlichen wie unerbittlichen Gnadenwahl, die nun gegen alle theologischen Regeln selbst Heiden in den Himmel aufnehmen kann, dieser Bedeutungswandel entspricht eigentümlich genau der auf Duns Scotus zurückgreifenden theologischen Reflexion des gerade erwähnten Karl Barth. Das lohnt einen wenige Sekunden dauernden Seitenblick über den Abstand von 6 Jahrhunderten. Niemand hat in der modernen Theologie so eindringlich über die Prädestinationslehre nachgedacht wie Karl Barth, unter anderem hier in Göttingen. Seine dialektische Wendung vom Gerichtspropheten der ersten 1918 veröffentlichten Römerbrief-Exegese zum Deuter der calvinschen Prädestinationslehre in der kirchlichen Dogmatik, diese dialektische Wendung mündet bei Barth in denselben Gedanken einer ausschließlichen Gnadenwahl, den Dantes Adler ausspricht. Hier wie dort bleibt die Gewissheit einer absoluten und unerforschlichen Souveränität von Gottes Ratschluss unangefochten. Aber hier wie dort wird diese Souveränität nun eben ganz auf jenen offenbarten Gnadenwillen bezogen, der im Rechtsstreit unterliegen will, um sich als Gnadenwillen behaupten zu können. Und hier wie dort ist das Ereignis, das diesen paradoxen Sieg der Gnade in der erwünschten Niederlage des Gerichtswillens bewirkt, hier wie dort ist das Ereignis das stellvertretende Handeln eines absolut Liebenden, der für den Sünder eintritt. Bei Barth ist das, wie bei Luther, allein der gekreuzigte und auferstandene Christus. Bei Dante ist es der im Namen Christi für den Sünder betende Heilige, Gregorius. Angesichts dieser heißen Liebe und lebendigen, nicht einzuschüchternden Hoffnung, da caldo amore e da viva speranza, wird das göttliche Gericht über den Sünder als Gericht zur Tat der erlösenden Gnade. Und Gnade, das heißt hier im Bedeutungsspektrum des Wortes Grazie auch Anmut und vor allem Dank. Franziska Mayer weist mich darauf hin, dass dieses Wort in der Divina Commedia nirgends so oft auf engstem Raum vorkommt wie in eben diesen Passagen. Aber das ist ein Vorgang von äußerster, letzter, himmlischer Heiterkeit. Questo gioco, sagt Dante von dem Himmel, in dem er Trajan antrifft. Was hier in beiden weit voneinander entfernten Kantos zugleich benannt und exemplifiziert wird, das ist mit einem Dante nicht bekannten, aber vielleicht doch nicht ganz deplatzierten Begriff, der Humor als ästhetisches Äquivalent der erlösenden Gnade. Humoristisch war im 10. Canto des Purgatorio das Bild des hochgestürzt, ausgelassen und selbstvergessen unter den zürnenden Blicken seiner strengen Ehefrau tanzenden Königs David vor der Bundeslade, an das nun ausdrücklich erinnert wird, wenn im 20. Canto des Paradiso daran erinnert wird, wenn das David als der Sänger des Heiligen Geistes die Lade von Ort zu Ort führt.
Humoristisch war die Vorstellung, dass Gott selbst mit Hammer und Meißel diese Szene in den Marmorfelsen des Läuterungsberges geschlagen habe, um die mühseligen Seelen zu ermuntern. So humoristisch wie die wunderbare Gebetswendung, mit der Dante diesen Canto eröffnet hat. O süße Liebe, du, gewandet in dein Lächeln, o dolce amor che di riso t'amanti. Und humoristisch ist der ganz und gar erstaunliche Schluss, in den das Lichterfest dieses Canto endlich mündet. Während nämlich der Adler noch das Glück preist, zu wollen, was Gott will, sieht der Wanderer, wie während seiner letzten Worte, ich weiß es noch genau, die beiden gesegneten Lichter ganz wie die Augen einträchtig auf und zugingen, ihre Flämmchen zu den Worten bewegten. Die beiden gesegneten Lichter stehen für die beiden Heiden, den großen berühmten Kaiser aus Rom und den ganz unbekannten kleinen Kämpfer aus Troja, wie ja überhaupt alle festen Körper und Umrisse hier in Lichterscheinungen aufgelöst sind. Diese beiden Lichter aber beenden den Canto, der zum Lobgesang auf Gottes wundersame Gnadenwahl, Prädestination, geworden ist. Sie tun das, indem sie sich wie die Augen öffnen und schließen. Ja, in der Tat, diese Lichter zwinkern dem Wanderer zu. Selten zeigt sich die Divina Commedia so sehr als göttliche Komödie wie hier. Außer vielleicht in einer nur 8 Gesänge späteren Passage. Inmitten der eigentlich tief ernsten Belehrung Beatrices über die Ordnungen der Engelschöre, der himmlischen Mächte und Gewalten, Dominationi, Virtudi, Podestadi, kurz der Celesti Hierarchia, mittendrin stellt sich da nämlich heraus, dass ausgerechnet der uns nun schon bekannte heilige Papst Gregorius sich derzeit dogmatisch geirrt hat. Wie aber reagiert der solchermaßen einer Irrlehre überführte Papst im Himmel? Kaum, so lesen wir, kaum hatte er in diesem Himmel die Augen aufgetan, da lachte er über sich selbst. So wörtlich Beatrice. Und man kann sich nicht vorstellen, dass sie Dante diese Szene anders geschildert hätte als mit einem Lächeln. Letzter Punkt. Die Geschichte von Trajan und Gregorius hat 6 Jahrhunderte später Thomas Mann noch einmal erzählt. Er hat es getan am Ende des Legendenromans Vom Erwählten, 1951, seinem letzten vollendeten Werk. Auch Thomas Mann tut das nach einem sehr langen Durchgang durch Dante, ein Leben lang, einem Durchgang durch Dantes Inferno, zuerst im Roman Vom Zauberberg als einer realistisch drapierten Höllenreise, dann in der eröffnenden und so überschriebenen Höllenfahrt seines Josef-Romans, in dem Dantes Commedia eingeht in ein verzweigtes Geflecht metaphysischer Erzählungen, schließlich in seiner Version der Geschichte vom Dr. Faustus, deren spezifische Affinität zu Dantes Inferno vielleicht am drastischsten spürbar wird im Leitmotiv der teuflischen Kälte. Auch Thomas Manns Inferno ist eisekalt. Und auch er, Thomas Mann, setzt sich mit diesen Werken immer wieder dem Vorwurf einer allzu frivolen Behandlung der letzten heiligsten Dinge aus und nimmt ihn in Kauf. Wie Hans Castorp im Zauberberg diesem, so heißt es im Roman, leitmotivisch diesem Schattenreich im Gewande eines modernen Lungensanatoriums, dessen Ärzte spöttisch mit den Namen von Dantes Unterweltrichtern Minos und Radamant gerufen werden, wie dieser Hans Castorp, so hat auch der junge Thomas Mann, schreibt er selbst, bereits dies und das über Dante gehört, und zwar aus bester Quelle. Schon früh nämlich las er die Übersetzung der Commedia, die der Bremer Senator, Bürgermeister und Privatgelehrte Otto Gildemeister angefertigt hatte. Sie ist in seiner Bibliothek in Zürich erhalten. Später kamen Franz Xaver Krauss' Dante-Monographie von 1897 und Karl Vosslers Dante-Studien dazu. Der heilige Gregorius, dieser in der Legende und so dann auch bei Thomas Mann, in inzestuösen Sünden empfangene, dann selbst zum Ödipal, er vermischt verschiedene heilige Figuren der mittelalterlichen Legende, das weiß ich, das weiß er, lassen Sie sich davon nicht beirren. Der heilige Gregorius, dieser in inzestuösen Sünden empfangene, dann selbst zum ödipalen Vater, Mörder und Muttergatten gewordene und in langer radikaler Buße wundersam zum heilig mildtätigen Papst aufgestiegene, erwählte.
Er ist schon in den mittelalterlichen Quellen von Thomas Manns parodistischem Legendenroman eine Gestalt eher mythisch-märchenhaften Zuschnitts. Mit dem historischen Papst Gregorius dem Großen aber teilt er die segensreiche Herrschaft und einige damit verbundene heilige Anekdoten, namentlich und wesentlich die Befreiung des Kaisers Trajan aus der Hölle durch die Macht des Gebets. Thomas Mann übernimmt die Anekdote unmittelbar aus Ferdinand Gregorovius' Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, die auch sonst eine Hauptquelle für seinen Roman war. Aber wie Lesespuren in seinem in der Nachlassbibliothek erhaltenen Handexemplar zeigen, hat er auch Gildemeisters Dante-Übersetzung über Jahre hinweg immer wieder benutzt. Er arbeitet, er schreibt mit Dante. Thomas Mann erzählt, wie Gregorius sein wundersames Befreiungswerk vollbringt und wie dann Gott selbst ihn vor einer Überziehung seines moralischen Kredits warnt. Seine, des Gregorius, als Papst, seine Duldsamkeit und Erbarmen kamen der Unerschütterlichkeit gleich, die er, wo sie Not tat, bewährte. Ja, seine verwegene Art, die Gottheit zur Gnade anzuhalten, in Fällen, wo sie schwerlich von sich aus darauf verfallen wäre, erregte Aufsehen in aller Christenheit. Er nämlich war es und kein anderer, der den Kaiser Trajan, weil er einmal einer flehenden Witwe, der man den einzigen Sohn gemordet, stehenden Fußes hatte Gerechtigkeit widerfahren lassen, aus der Hölle losbetete. Dies schuf zum Teil sogar Ärgernis. Und Fama wollte wahrhaben, Gott habe ihn, den Papst, wissen lassen, nun sei es einmal geschehen und der Heide unter die Seligen versetzt, er möge sich aber nicht beikommen lassen, dergleichen ein zweites Mal zu erbitten. Der humoristische Grundzug, den Thomas Mann an seinem Roman selbst betont hat und den er von allem Frivolen und Blasphemischen sorgsam unterschieden wissen wollte. Dieser Grundzug wird auch hier vorgeführt und Gott selbst als eine Grundhaltung zugeschrieben. Der Humor geht ein ins Gottesbild. Das ist in Thomas Manns Werk von langer Hand vorbereitet, von den frühen Erzählungen bis zum großen Josef-Roman. Schon Tonio Kröger am Ende der früh 1903 erschienenen Novelle, schon Tonio Kröger legt ein Bekenntnis ab, das eigentümlich aus Bibel, Moral und Poetik gemischt ist, wenn er die bei Paulus gepriesene göttliche Liebe mit menschlicher Güte und ausdrücklich dem Humor als Erzählverfahren verbindet. Denn wenn irgendetwas imstande ist, aus einem Literaten einen Dichter zu machen, so ist es diese meine Bürgerliebe zum Menschlichen, Lebendigen und Gewöhnlichen. Alle Wärme, alle Güte, aller Humor kommt aus ihr. Und fast will mir scheinen, als sei sie jene Liebe selbst, von der geschrieben steht, dass einer mit Menschen- und Engelszungen reden könnte und ohne sie doch nur ein tönendes Erz und eine klingende Schelle sei. Im Josef-Roman ist Gott selbst der eigentliche Urheber der Geschichte, dieser, wie es immer wieder heißt, schönen Gotteserfindung. Der menschliche Autor erzählt sie bloß nach. Eine humoristisch lebensmenschenfreundliche Geschichte. Weil die Teufels- und Höllenkälte des Dr. Faustus, daran lag Thomas Mann im Alter das Äußerste. Weil die Teufels- und Höllenkälte des Dr. Faustus nicht die Oberhand behalten. Weil Adrian Leverkühn gerade in Anbetracht der massiv autobiografischen Züge keinesfalls mit ihm identifiziert werden sollte. Darum entfaltet sich der Erwählte über weite Strecken als humoristische Reprise derselben Themen. Und ausdrücklich auch des von Leverkühn bereits in schmerzvoll verzerrender, parodistisch verlachender Tendenz und Höllenkälte bearbeiteten Gregorius-Legende. Ging es im Faustus um Dantes Inferno, so zielt der Erwählte auf das Paradies. Die Tatsache, dass sogar Trajan dort ewiges Aufenthaltsrecht erfährt, markiert als Äquivalent der Gregorius-Geschichte selbst einen Höhepunkt dieses Geschehens. Die abschließende Bitte des Romanschreibers um die Fürbitte der Lesenden nimmt das Fürbittengebet wieder auf, das am Ende des Faustus gestanden hatte.
Legt man diese beiden Thomas-Manschen-Schlussgebete nebeneinander, so ergibt sich aus ihrer Abfolge eine eigentümlich angemessene Entsprechung zum Weg Trajans durch die drei Jenseitswelten Dantes. Mit denselben theologischen Schlüsselbegriffen von der Hölle der Hoffnungslosigkeit über eine Hoffnung, die ausdrücklich über den Glauben geht, bis zum wunderbaren Wiedersehen im Paradiese. Hören Sie, am Ende des Dr. Faustus fragt der Erzähler Sirenus Zeitblom angesichts des Untergangs seines vom Teufel geholten Freundes Leverkühn, des Untergangs seines vom Teufel geholten Landes 1945, wann wird aus letzter Hoffnungslosigkeit ein Wunder, das über den Glauben geht, das Licht der Hoffnung tragen? Ein einsamer Mann faltet die Hände und spricht: Gott sei eurer armen Seele gnädig, mein Freund, mein Vaterland. Am Ende des Erwählten dann bittet der Erzähler der Gregoriusgeschichte, der irische Mönch Clemens, die Leser in ähnlicher Weise in den letzten Sätzen des Romans: Zum Lohn für Warnung und Rat bitte ich euch um die Gefälligkeit, mich einzuschließen in euer Gebet, dass wir alle uns einst mit ihnen, von denen ich sagte, im Paradiese wiedersehen. Das ist noch einmal der Gedanke der Fürbitte, mit der Gregorius den Kaiser Trajan ins Paradies gebetet hat, aus der Hölle heraus. In Dantes Dichtung begegnet der Wanderer ihm, dem ungetauften Heiden, inmitten, heißt es, aller Erwählten, tutti gli eletti, il eletto, lautet der Titel der italienischen Übersetzung von Thomas Manns Roman, eine schöne, fast märchenhafte Koinzidenz. Dantes Himmelslichter zwinkern dazu, wie zwei Augen es tun. Die Geste ähnelt der komischen Verzweiflung, mit der Thomas Mann Gott selbst den heiligen Beter zurechtweist. Und es ist dieselbe Haltung, in der Dante den göttlichen Bildkünstler und Thomas Mann den göttlichen Geschichtenerzähler bewundern in demütig liebevoller Heiterkeit, gewissermaßen demütig kollegial. Meine Damen und Herren, die Härte von Dantes Jenseitswelt ist unendlich oft betont worden. Die grausam hoffnungslose Unendlichkeit und Unentrinnbarkeit der Höllenstrafen. Mir scheint, von dieser einen Stelle aus fällt ein Lichtstrahl einer universalen Erlösungsmöglichkeit auf alle, die, wie Trajan es verdient hätte, in der Hölle verharren müssen. Es ist ein Lichtstrahl, der humoristisch zwinkert. Poi fummo dentro al soglio della porta che il malamor dell'arme disusa, perché fa parer dritta la via torta. Sonando la sentì esser richiusa. S'io avesse gli occhi volti ad essa, quale fora stata il fallo degna scusa? Noi salavam per una pietra fessa che si muoveva ed una ed altra parte, siccome l'onda che fugge e s'appressa. Qui si conviene usare un poco d'arte, cominciò il duca mio, in accostarsi or quinci or quindi al lato che si parte. E questo fece i nostri passi scarsi, tanto che pria lo scemo della luna rigiunse al letto suo per ricoricarsi, che noi fossimo fuor di quella cruna. Ma quando fummo liberi e aperti, su dove il monte indietro si rauna, io stancato e a me due incerti di nostra via, restammo in su un piano, solingo più che strade per diserti. Dalla sua sponda, ove confina il vano, al pien dell'alta ripa che pur sale, mi sorrebbe in tre volte un corpo umano.
e quanto l'occhio mio potea trar d'ale, or dal sinistro, or dal destro fianco, questa cornice mi parea cotale. Lassù non era mossi pier nostri anco, quando io conobbi quella ripa intorno che dritto di salita aveva manco, esser di marmo candido e adorno d'intagli sì, che non pur Policleto, ma la natura lì avrebbe scorno. L'angel che venne in terra col decreto della moltane lagrimata pace, caperse il ciel del suo lungo divieto, dinanzi a noi pareva sì verace qui vintagliato in un atto soave che non sembiava immagine che tace. Giurato si saria che el dicesse ave, per chi v'era immaginata quella che ad aprir l'alto amor volse la chiave. E aveva in atto impressa esta favella, ecce ancilla dei, propriamente come figura in cera si suggella. Non tener pur ad un loco la mente, disse il dolce maestro, che m'avea da quella parte onde il cuore ha la gente. Per chi mi mossi col viso e vedea, di retro da Maria, da quella costa onde m'era colui che mi muoveva, un'altra storia nella roccia imposta. Perché io varcai Virgilio e femi presso a ciò che fosse agli occhi miei disposta. Era intagliato lì nel marmo stesso lo carro e buoi, traendo l'arca santa, perché si teme ufficio non commesso. Dinanzi parea gente, e tutta quanta partita in sette cori, adumi ai sensi faceva un dir no, l'altro sì, canta. Similmente al fumo dell'incensi che v'era immaginato, gli occhi e il naso e al sì e al no discordi fensi. Lì precedeva al benedetto vaso, trescando alzato, l'umile salmista, e più e men che re era in quel caso. Di contra, effigiata ad una vista d'un gran palazzo, Micola ammirava siccome donna dispettosa e trista. I mossi i piè del loco dove io stava per avvisar da presso un'altra storia che di dentro a Micol mi biancheggiava. Qui v'era storiata l'alta gloria del Roman Principato, il cui valor mosse Gregorio alla sua gran vittoria, e dico di Traiano imperatore. Ed una vedovella li era al freno, di lagrime attaggiata e di dolore. Intorno a lui parea calcato e pieno di cavalieri, e l'aguglie nell'oro sovressi in vista al vento si movieno. La miserella entra tutti costoro pareva dir «Signor, fammi vendetta di mio figliuol che è morto, ond'io m'accoro». Ed elli a lei rispondere «Ora aspetta, tant chi torni». E quella «Signor mio, come persona in cui il dolor s'affretta, se tu non torni». Ed ei, chi fia dov'io, là ti farà. Ed ella, l'altrui bene, a te che fia, se il tuo metti in oblio. Ond'elli, or ti conforta, che conviene chi solva il mio dovere, anzi chi muova, giustizia vuole e pietà mi ritene. Colui che mai non vide cosa nuova produsse esto visibile parlare. Novello a noi, perché qui non si trova. Mentr'io mi dilettava di guardare le immagini di tante umiltadi e per lo fabbro loro a veder care, ecco di qua, ma fanno i passi radi, mormorava il poeta, molte genti. Questi ne invieranno agli alti gradi. Gli occhi miei che a mirar eran contenti per veter novitadi onde son vaghi, volgendosi ver lui non furon lenti. Non vo però, lettor, che tu ti smaghi di buon proponimento per udire come Dio vuole che il debito si paghi. Non attender la forma del martire, pensa la successione, pensa ch'al peggio oltre la gran sentenza, non può ire. Io cominciai,
Maestro, quel che io veggio muovere a noi non mi sembian persone, e non so che si nel veder vaneggio. Ed egli a me: la grave condizione di lor tormento a terra li rannicchia, sì che miei occhi pria n'ebber tencione. Ma guarda fiso là e disviticchia col viso quel che viene sotto a quei sassi, già scorger puoi come ciascun si picchia. O superbi cristian, miseri lassi, che dalla vista della mente infermi fidanza avete nei retrosi passi, non v'accorgete voi che noi siam vermi nati a formar l'angelica farfalla che vola la giustizia senza schermi? Di che l'animo vostro in alto galla? Poi siete quasi antomata in difetto, siccome vermo in cui formazion falla. Come per sostentar solaio o tetto, per mensola talvolta una figura si vede giugner le ginocchia al petto, la qual fa del non ver vera rancura nascere in chi la vede, così fatti vi dio color quando puosi ben cura. Vero è che più e meno eran contratti secondo che avien più o meno addosso, e qual più pazienza aveva negli atti, piangendo parea dicer: più non posso. Vielen Dank. Es ist Dantes Wort, was ich versucht habe, lebendig zu wiedergeben. Vielen Dank, Frau Fabiani, für die Rezitation. Vielen Dank, lieber Herr Dietering, für die Lectura Dantes. Bevor ich jetzt den Stab an Adrian La Salvia übergebe für eine Comiclesung mit dem Titel Das Inferno mit Michael Mayer, möchte ich einen kurzen organisatorischen Hinweis geben, der bezieht sich auf den Büchertisch, der im Foyer immer noch aufgestellt ist und zu dem Sie herzlich eingeladen sind, sich zu dem zu begeben. Jetzt ist aber die Gelegenheit, Dank zu sagen. Dank, den ich gerne auch im Namen des Vorstandes der Deutschen Dante-Gesellschaft richten möchte, zunächst an die Referentinnen und Referenten der vergangenen 3 Tage für ihre aspektreichen und anregenden Vorträge. Dank möchte ich auch sagen Ihnen, lieben Mitgliedern der Dante-Gesellschaft, und Ihnen, liebe Gäste, für Ihr Kommen. Und vor allem möchte ich natürlich besonders herzlich Franziska Mayer danken für die Ausrichtung der Tagung in nicht einfacher Zeit und für die herzliche Gastfreundschaft, die wir hier bei Ihnen in Göttingen genießen durften und immer noch dürfen. Vielen Dank. Dieser Dank schließt ausdrücklich auch ein und ganz herzlich das Team von Frau Mayer, namentlich Frau Liedtke im Sekretariat, die uns in vielfältiger Weise unterstützt hat, und auch Herrn Manuel Möll, der in den letzten Tagen immer wieder auch als rettende Gestalt im Hinblick auf die Technik hier in Erscheinung getreten ist. Ich darf Ihnen jetzt allen nach der Comiclesung mit Michael Mayer einen guten Ausklang der Tagung wünschen, eine gute Rückfahrt, und ich darf Sie auch ganz zum Schluss noch sehr herzlich einladen
zur nächsten Jahrestagung der Dante-Gesellschaft, die im Oktober 2022, voraussichtlich am letzten Oktoberwochenende des nächsten Jahres, an der Universität Jena stattfinden wird, zum Thema Dante und die Stadt, kommunale Kultur und literarische Öffentlichkeit. Eduardo Costaduda und ich freuen uns schon auf Sie. Und jetzt nach einem kurzen Umbau, wie ich verstanden habe, die viel erwartete, mit Spannung und Freude erwartete Comiclesung. Vielen Dank. Von Michael Mayer, das Inferno, frei nach Dante Alighieri. Ich werde Sie kurz in die Comiclesung von Michael Mayer einführen und auch einige einleitende Bemerkungen zur Rezeption der Göttlichen Komödie in der bildenden Kunst machen, um damit auch die Frage zu beantworten, wie kommt Dante in den Comic? Das ist ja scheinbar überraschend bei näherem Hinsehen, aber dann doch nicht. Betrachtet man die Rezeption der Göttlichen Komödie in der bildenden Kunst im Zusammenhang, so lassen sich einige Schwerpunkte ausmachen. Nach den mittelalterlichen illuminierten Manuskripten, denen als später Ausläufer auch noch Sandro Botticellis Silberstiftzeichnungen zuzurechnen sind, wird es lange Zeit still um Dante. Vereinzelte Versuche im 16. und 17. Jahrhundert von Giovanni Stradano und Federico Zuccari erlangten keine weitere Verbreitung und blieben deshalb nahezu unbekannt. Der größte
Botticelli, ebenbürtige Dante-Illustrator der Hochrenaissance, ist Michelangelo Buonarroti. Seine Dante-Zeichnungen gingen bei einem Schiffbruch verloren und geistern seitdem als Mythos durch die Kunstgeschichte, der unter anderem Gustave Doré zu seinen Holzstichen inspirierte. Das um die Mitte des 18. Jahrhunderts neu erwachende Interesse an Dante bringt eine nicht versiegende Fülle wichtiger Illustrationen hervor. Unter den bekanntesten nenne ich die Dante-Zyklen von Luigi Adimollo, Bartolomeo Pinelli und Francesco Scaramuzza, Josef Anton Koch in Deutschland, allerdings unvollendet, sowie John Flaxman und William Blake, ebenfalls der letztere unvollendet, aus England. Der Durchbruch zur Moderne gelingt dem industrialisierten Romantiker Gustave Doré. Seine Holzstiche zur Göttlichen Komödie, die in den Jahren 1861 folgende erschienen sind, sind vom Leitmedium der Fotografie und Proto-Kinematografie beeinflusst und haben sich tief ins visuelle Gedächtnis der Populärkultur späterer Jahrhunderte eingebrannt. Hätte Doré die technischen Möglichkeiten gehabt, er hätte die Göttliche Komödie nicht illustriert, er hätte sie verfilmt. Über den Zwischenschritt der Laterna Magica haben seine Illustrationen zur Göttlichen Komödie die Anfänge des Kinos geprägt. Die epochale Inferno-Verfilmung von Francesco Bertolini, Adolfo Padovan und Giuseppe di Liguoro aus dem Jahre 1911 übersetzt gewissermaßen Dorés Holzstiche in bewegte Bilder. Andere Regisseure folgten dem Beispiel. So wurde der von der Kunstkritik geschmähte Doré incognito zum wahrscheinlich einflussreichsten Dante-Illustrator überhaupt. Man könnte sogar die These aufstellen, dass die Ablösung der Illustrationen von ihrem Urheber geradezu die Voraussetzung für ihren immensen Erfolg bildet. Viele Künstler nachfolgender Generationen, vor allem Comiczeichner, bezogen und beziehen sich bis heute auf Doré, so zum Beispiel Walt Disney, Go Nagai, Jean Giraud, besser bekannt unter dem Pseudonym Möbius, Milo Manara und Sandor Burke. Auch Michael Mayer zitiert in seinem Inferno Gustave Doré. Unbestritten ist der Comic der produktivste Bereich der Dante-Illustration im 20. Jahrhundert bis in die unmittelbare Gegenwart. Art Young, Gary Panter, Lorenzo Mattotti, Milton Glaser, Seymour Quast und Michael Mayer sind hier neben den bereits genannten zu erwähnen. Lassen Sie mich einen anderen Zugang, einen philosophischen Zugang in das Thema wählen. Heinrich Detering hat uns bereits darauf eingestimmt. Dante ist ein Augenmensch. In der Hierarchie der Sinne nimmt der Visus für Dante eine Vorrangstellung ein. Denn er ist unter den äußeren Sinnen, mit denen der Mensch die Welt wahrnimmt, seiner Meinung nach der edelste, der feinste und der geistigste. Die kognitive Reichweite des Visus wird in der Göttlichen Komödie durch zahlreiche optische Metaphern und Vergleiche unterstrichen. Occhio, Auge, ist das mit Abstand häufigste Substantiv in der Göttlichen Komödie. Die Konkordanz nennt 263 Treffer, gefolgt von Mondo mit 143 Belegen. Dante erweitert nun das peripatetische Axiom Nihil est in intellectu quod non sit prius in sensu, also es gibt keine Erkenntnis ohne eine zugrunde liegende sinnliche Erfahrung. Dante erweitert nun dieses peripatetische Axiom durch ein differenziertes Drei-Stufen-Modell der sinnlichen visuellen Wahrnehmung. Erstens, im Inferno überwiegt die sinnliche Wahrnehmung durch den äußeren Sinn. L'occhio che non vede, das unerleuchtete, nicht erkennende Sehen,
divisio corporalis. Zweitens, im Purgatorio hingegen, regiert divisio spiritualis, die reproduktive Imagination und Fantasie, der auch die Dichtung und alle Kunst entspringt. Und drittens, im Paradiso schließlich, triumphiert die intellektuelle Anschauung, die Visio intellectualis, Visio absoluta in visu contracta, das eidetische, dianoetische Sehen und Erkennen der reinen Wesenheit, kurz il perfetto veder. Dante projiziert diese beiden Grund- und Hauptformen der Erkenntnis, das Sehen und das Schauen, auf die beiden wichtigsten Frauenfiguren in der göttlichen Komödie, Beatrice, il cui bell'occhio tutto vede, die mit dem schönen Auge alles sieht, und die von dem augenkranken Dichter innig verehrte heilige Lucia, die sich der Überlieferung zufolge die Augen ausgerissen haben soll, um sich den begehrlichen Blicken ihres Verlobten zu entziehen. Lucia verkörpert in der Hierarchie der Engel den nächsthöheren Grad der Heiligkeit vor Beatrice und analog dazu den nächsthöheren Erkenntnisgrad. Denn was sie sieht, sieht sie mit dem Auge der Seele. Es folgt daraus die Frage, was der Künstler sieht und was er zeigen will. Man muss sich nicht die Augen ausreißen, um, wie die heilige Lucia, die unmittelbare Anschauung der Wesenheit Gottes zu erlangen. Es stellt sich aber für jeden Künstler, der die göttliche Komödie illustriert, die Frage, welchen Schriftsinn er bebildern will, den Sensus literalis oder den Sensus allegoricus. Hier lassen sich zwei Linien unterscheiden. Die eine, angeführt von Gustave Doré, illustriert den Literalsinn. Die andere, prominent vertreten durch Salvador Dalí und Robert Rauschenberg, den allegorischen Sinn. Eine Ausnahmeerscheinung unter den Dante-Illustratoren ist der Engländer Tom Phillips. Er entfaltet gleichsam den vierfachen Schriftsinn wie einen Fächer, indem er jedem Gesang vier Illustrationen zuordnet, die den unterschiedlichen Sinnebenen der göttlichen Komödie entsprechen. Michael Mayer, um dies vorwegzunehmen, folgt dem allegorischen Sinn. Er hat sein Inferno als täglichen Comicstrip für die Frankfurter Rundschau gezeichnet. Fast genau ein Jahr lang, vom 2. August 2010 bis zum 30. Juli 2011, wurde Tag für Tag ein meist drei- oder vierteiliger Comicstrip gedruckt. Drei davon ergeben jeweils zusammen eine Buchseite. Jeder Strip, der einmal einer Tagesfolge entsprach, hat seinen eigenen Witz. So ist der Abstieg in die Unterwelt mit Pointen gepflastert. Die sequentielle Verlaufsform entspricht durchaus einem erzählerischen Grundprinzip der göttlichen Komödie. Mayer versteckt sich nicht vor seinen Vorbildern. Die bekanntesten und am häufigsten illustrierten Episoden, Paolo und Francesca, Ugolino, werden achtlos übergangen, andere sinngemäß eingefügt. Die Erzählung hält sich an den Text, ohne ihn allzu wörtlich zu nehmen. So wird aus der Fiera alla Gaita Pelle eine Verführerin im Leopardenkostüm, aus dem Leone con la testa alta e con rabbiosa fame ein Guru mit Löwenmähne und aus Vergil, dem Führer durch die Unterwelt, Anubis in Schakalgestalt, der altägyptische Gott der Totenwelt, während Dante, gemessen an der ihm eigenen radikalen Subjektivität durchaus folgerichtig, die Züge Michael Mayers trägt. Weitgehend beibehalten ist das Stammpersonal der Höllenwächter, die Dante aus der antiken Mythologie rekrutiert. Die historischen Figuren werden aktualisiert und durch moderne Exempla ersetzt. Ein irrlichternder Silvio Berlusconi penetriert den Bildraum. Michael Mayer hat ihm zu Lebzeiten einen Platz in der Hölle zugewiesen, wie Dante dem verhassten Bonifaz dem Achten.
Dort begegnen wir auch dem Vater der Atombombe, Robert Oppenheimer, dem das berühmte Zitat in den Mund gelegt wird: Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welt. Im Blutstrom treiben Adolf Hitler und der chilenische Diktator Augusto Pinochet. DDR-Grenzsoldaten bewachen die Höllenstadt Dies, deren Mauer Walter Ulbricht repariert. Im Ferienhaus des britischen Okkultisten Aleister Crowley begegnen die Wanderer Nikola Tesla, der Dante von seinem Schatten befreit. Auch fiktive Charaktere tauchen auf. Unter den Wahrsagern und Zauberern begegnen wir Gandalf Graurock aus Tolkiens Der Herr der Ringe. Der Kentaur Nessus erscheint in Gestalt von Lucky Luke auf seinem Pferd Jolly Jumper. Bachtins Konzept der Karnevalisierung ist in den Malebolge auf die Spitze getrieben. Dante und Vergil verkleiden sich mit Faschingsmasken, um von den Teufeln nicht erkannt zu werden. Deren Folterwerkzeuge werden durch PC-Ladebalken symbolisiert. Besonders amüsant finde ich auch die musikalischen Anspielungen. Der Soundtrack der Hölle besteht aus Chris de Burgh's Don't Pay the Ferryman und Iron Maiden's Fear of the Dark. Andere Anspielungen sind politisch konnotiert. Die Darstellung des Propheten Mohammed in der dänischen Tageszeitung Jyllandsposten löste 2005 den sogenannten Karikaturenstreit aus, in den sich auch viele Comiczeichner einschalteten. Am 16. Oktober 2020, Sie wissen es alle, wurde der französische Geschichtslehrer Samuel Paty auf offener Straße enthauptet. Der Täter veröffentlichte auf Twitter ein Foto des Kopfes mit der Nachricht: An Macron, Herrscher der Ungläubigen, ich habe einen deiner Höllenhunde exekutiert, der es gewagt hat, Mohammed zu erniedrigen. Michael Mayer hat die grausame Verstümmelung Mohammeds, der von Dante mit aufgeschlitztem Bauch und heraushängenden Eingeweiden dargestellt wird, mit einem schwarzen Zensurbalken abgedeckt. Er reflektiert also die Rezeptionsproblematik auf eine durchaus humorvolle Art und Weise. In der neuen Übersetzung von Dantes Inferno ins Niederländische hingegen wurde der Text über den Propheten Mohammed ersatzlos gestrichen. Michael Mayers Lesart des Inferno ist vermeintlich frei und dennoch immer textnah, indem sie den allegorischen Sinngehalt der göttlichen Komödie in die Gegenwart transponiert. Der witzige und geistreiche Effekt seiner Pointen beruht auf der plötzlichen Erkenntnis unerwarteter Sinnzusammenhänge, die trotzdem niemals willkürlich gewählt sind. Sein Inferno, frei nach Dante, ist gleichermaßen unterhaltsam und lehrreich, aber davon mögen Sie sich nun selbst überzeugen. Ich möchte auch noch einmal hinweisen auf den Büchertisch. Michael Mayer wird im Anschluss an die Lesung signieren und die letzten 15, also die 15 Exemplare, die Sie unten auf dem Büchertisch finden, sind die letzten, die es gibt. Dann ist die zweite Auflage vergriffen. Also greifen Sie zu und viel Vergnügen mit der Comiclesung von Michael Mayer. Mal kurz das Mikro testen. Brüder, lobt die Sommerzeit. Ja, dich Sommer will ich loben. Wär nur deine Munterkeit, ich geh noch kaputt bei dieser Scheißhitze. Na toll, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Vielleicht sollte ich einfach wieder zurückgehen. Ich hab's mir anders überlegt.
Vielleicht kann ich mir von diesem Felsen aus einen Überblick verschaffen. Was zur... Huch! Puh! Oh! Hallo, mon cher. Wer bist denn du? Wer sind denn Sie? Komm, erzähl mir eine Geschichte. Wenn es weiter nichts ist, es war einmal... Die kenne ich schon. Die macht mich depressiv. Warte doch ein Weilchen. Wo willst du denn hin? Ich denke, ich sollte jetzt gehen. Außerdem haben Sie Besuch. Ciao, Bella. Wo willst du denn hin? Pft, was für eine blöde Frage. Wohin denn? Wohin? Wo soll ich denn schon hinwollen? Puh, ich brauche eine Pause. Die Sitze bringt mich noch um. Das ist nur eine Frage des Atmens. Das eine Nasenloch ist die Sonne, das andere der Mond. Die Sonne geht auf, der Mond geht unter. Ach, mein junger, unwissender Freund, es ist völlig okay, wenn du das noch nicht verstehst. Du darfst die Dinge nicht so negativ sehen. Wo Schatten ist, da ist auch Licht. Keine Angst, ich werde dir helfen. Ich liebe dich. Hilfe. Die Menschen jammern zu viel. Sie haben es noch immer nicht begriffen. Warum sind sie denn unzufrieden, traurig oder arm? Weil ihnen genau, weil sie feige sind. Das wollte ich doch gar nicht sagen. Einfach mal was Neues probieren, ran an den Speck, raus aus der spätrömischen Dekadenz, rauf auf die Welle. Genau, mein Freund, die müssen sich wachrütteln, einfach mal durchatmen, einfach mal was wagen, einfach mal machen. Lass die Widrigkeiten deine Lehrmeister sein, das Schicksal ist nie schlecht zu dir, es zeigt dir nur neue Wege. Ich muss hier weg, jeder ist seines Glückes Schmied. Nieder mit dem geistigen Sozialismus. Das hast du ganz, ganz toll gesagt. Ich konnte schon so vielen helfen. Ja, super, danke. Ich muss dann auch los. Da wartet schon der Nächste. Ciao, Bella. Das war knapp. Hätte ich nicht die Notlügenbremse gezogen, wäre ich den so schnell nicht wieder losgeworden. Nichts wie weg. Aua! Verfluchte Scheiße! Guten Tag. Alles in Ordnung? Oh, hallo. Danke, geht schon. Das sieht aber böse aus. Ist halb so schlimm, aber könnten Sie mir vielleicht... Ist das alles Ihr Blut? Ich denke nicht, das muss von jemand anderem sein. So, so. Schon mal über eine Versicherung nachgedacht? Wie bitte? Haben Sie ein Glück, dass Sie mich getroffen haben? Geben Sie mir Ihre Hand. Lieber die saubere. Das ist doch schon viel besser. Kommen Sie, gehen wir in mein Büro. Vergessen Sie Ihre Knochen nicht. Das sind nicht meine. So, so. Da sind wir schon. Bitte, setzen Sie sich. Was kann ich für Sie tun? Ich weiß nicht, ich bin hingefallen. So, so. Das ist was für unseren Versicherungsexperten. Kleinen Augenblick. Hallo, ich bin der Fachmann für Versicherungen. Was kann ich für Sie tun? Wie wäre es mit einer Rundumschutz-Universalversicherung? Sie müssen nur hier unterschreiben. Wo ist denn mein Stift? Oh, alles kaputt. Nehmen Sie meinen. Ich weiß nicht, ob ich mich so auf die Schnelle entscheiden kann. Nehmen Sie meinen. Ich glaube, ich muss darüber nachdenken. Wir sind auch eine Bank. Wir haben sehr lukrative Finanzprodukte im Angebot. Das ist ja toll. Ich habe aber gar kein Geld, das ich bei Ihnen anlegen könnte. Wir bieten auch Coachings an.
Ich komme eigentlich ganz gut zurecht. Machen wir einen Termin. Mensch, wie die Zeit vergeht. Vielleicht möchte ja dieser Herr. Ciao, Bella. Schnell, folge mir. Ich muss weg. Ciao. Beeil dich, wenn du leben willst. Warte auf mich. Machen wir einen Termin. Silvio hat ihn ja nicht lange aufgehalten. Los, rein da. Boah, das sind ganz schön große Dornen. Ich denke, das ist weit genug. Nanu, du bist ja ein Schakal. Muss ich das kommentieren? Ich glaube, wir haben lange genug gewartet. Der Wolf hat deine Spur verloren, vorerst. Komm, wir haben einen weiten Weg vor uns. Da wandert man durch den Wald, ahnt nichts Böses, dann wird man verführt, bequatscht, stürzt fast zu Tode. Ist denn noch mal gut gegangen? Sei froh, dass wenigstens einer von uns beiden noch am Leben ist. Verzeih mein Gejammer. Was bist du eigentlich? So eine Art Geist? So was Ähnliches. Ich war einmal ein Mensch, ein Dichter aus Mantua. Das ist aber sehr lange her. Von mir ist die Aeneis. Die kennst du wahrscheinlich nicht. Ist schon etwas älter. Nun ja, jetzt bin ich ein Schakal. Aber ich führe auch nach dem Tod ein Dasein in Würde. Dann bist du Vergil. Ist ja nicht zu fassen. Es ist mir wirklich eine Ehre. Nanu, du weißt, wer ich bin? Bist du ein Gelehrter? Ach, naja, man tut, was man kann. Wo hast du studiert? Im Internet. Genug geschwafelt. Wir haben ein Problem. Du kannst nicht wieder zurück. Der Wolf würde dich früher oder später finden. Es gibt nur einen einzigen Weg. Aber keine Angst, ich werde dich führen. Jetzt machst du mir aber ein bisschen Angst. So schlimm wird es ja wohl nicht werden. Ist ja nicht so, als müssten wir durch die Hölle. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Deine bunte Pracht erhoben, dem ist wahrlich, dem ist nur dein halbes Lob gelungen. Hätt er auch wie Brox gesungen, Brox, der Liebling der Natur, hör ein großes Lob von mir, Sommer ohne... Danke. Gongo füllen. Was ist los? Du hast doch was. Nun ja, man geht nicht jeden Tag freiwillig in die Hölle. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Wie komme ich da runter? Glaubst du wirklich, dass ich da halt durchkomme? Darf ich das überhaupt? Ich bin doch nicht Aeneas oder Paulus oder Robert De Niro. Spüre ich da einen Funken Feigheit? Moment mal. Hab keine Angst. Ich erzähl dir, wer mich geschickt hat. Es war ein gewöhnlicher Mittwoch im ersten Höllenkreis. Und bei euch so? Muss ja. Ich hatte noch meine normale Gestalt und war in ein Gespräch vertieft, als mir plötzlich eine schöne Frau erschien. Oh, du aus Mantua, höfliche Seele. Egal was, ich mach's. Mein Freund, doch nicht mein Freund des Glücks, hat auf seinem Wege sich zur Furcht gewendet. Er ist verirrt. Bitte hilf ihm, Vergil. Hilf Dante. Ich fühle mich geehrt, dass deine Wahl auf mich gefallen ist. Eine edle Frau hat mich geschickt, aus Mitleid für Dante. Oh, guck mal, der Arme. Für diese Aufgabe schenke ich dir einen neuen Körper. Ein Hund? Ein Schakal? Aha. Woran erkenne ich denn deinen Geliebten? Hier ist ein Foto von ihm. Nimm sie nicht übel, sie hatte nur dieses eine Foto. Das ist mir egal. Wenn meine Beatrice dich geschickt hat und über mich wacht, kann mir nichts passieren. Das ist die richtige Einstellung. Worauf warten wir dann noch? Auf in die Hölle! Hier haben Zweifel oder Feigheit nichts mehr verloren. Ich bin der Eingang in die Stadt der Schmerzen. Ich bin der Eingang in das ewige Leid. Ich bin der Eingang zum verlorenen Volk. Gerechtigkeit bewegte meinen Bauherrn, die Allmacht Gottes richtete mich auf. Die höchste Weisheit und die erste Liebe. Geschaffene Wesen gab es nicht vor mir, nur ewige
und ewig stehe ich. Tu, der du eintrittst, alle Hoffnung ab. Na komm, hüpfen wir rein. Willkommen in der Vorhülle. Meine Güte, was ist denn das für ein Lärm? Das übliche Gezeter, du weißt schon. Ich arme Seele, womit habe ich das verdient, bla bla bla. Ach so, das geht nach dem Tod also weiter. Ist das hier so eine Art Wartezimmer der Hölle, wie bei meinem Hautarzt? Oh, ganz und gar nicht. Hier sind alle, die sich weder mit Ruhm bekleckert, noch Schande über sich gebracht haben. Die haben nie gelebt und werden niemals sterben. Vergiss sie. Wie furchtbar. Die armen Leute. Was? Wer? Was ab, bis du die eigentliche Qual für die Bewohner hier siehst? Ih, sind das alles Würmer auf dem Boden? Ich dachte, das wäre so eine Art Teppich. Du solltest jetzt nicht hochgucken. Pff, na toll, das Ortan war natürlich in meinem Rucksack. Ich glaube, ich habe ein paar verschluckt. Wo wollen die denn alle hin? Zum Acheron, dem Totenfluss. Der einzige Fluss, der weder von der Lebensmittelindustrie gekauft werden, noch über die Ufer treten kann. Na, und da sagt noch mal einer, in der Hölle sei alles schlecht. Schau mal, ein Licht. Das ist Charon, der Fährmann. Er bringt die Leute auf die andere Seite. Dort können sie sich dann in einem See die Mittelmäßigkeit abwaschen. Toll, Seeleute, rau aber liebenswert. Ich liebe Bootsfahrten. Wollt ihr mich verarschen? Den nehme ich nicht mit, der ist ja noch warm. Mach mal halblang, Charon. Nix da, ich habe meine Anweisung. Hello. Oh nein, nicht schon wieder. Mach, dass er aufhört, schnell. Kusch! Hau ab! Immer das Gleiche mit dir. Es gibt nur noch wenig, was die Hölle zum Beben bringen kann und er schafft's immer wieder. Alle festhalten! Auch das noch. Ich glaube, es ist vorbei. Was machen wir denn jetzt? Irgendwie ist er ja nur so gut wie tot. In letzter Zeit herrscht hier wieder ganz schöner Andrang. Also merkt sowieso keiner, wenn ich ihn rüberbringe. Aber wehe, du verfeist mich. Ich habe schließlich einen Ruf zu verlieren. Genug geschlafen. Wir müssen weiter. Ich hatte einen bizarren Traum. Ich war mit einem räudigen, sprechenden Köter auf dem Weg zu Satan persönlich. Es war ja nur ein Traum. So, dann wollen wir mal. Ab hier wird's ernst. Ich kann da unten überhaupt nichts erkennen. Das ist die blinde Tiefe. Wie tief ist das? Ist das eine rhetorische Frage? Nein, eine atheistische. Gib Acht! Die Hölle stellt für jeden ein ganz subjektives, wie soll ich sagen, Erlebnis dar. Sollte ich mir Sorgen machen? Das kann ich dir leider nicht beantworten, das hängt ganz von deinem Charakter ab. Das macht die Hölle so persönlich. Was denn jetzt los? Ich hab's ja gesagt. Hilfe! Wie sehen wir denn aus? Und was ist mit meiner Stimme? Das ist der Limbus. Hä? Hier müssen alle Kinder hin, die wohl nicht getauft sind. Boah, voll fies. Konzentrier dich. Du lässt dich zu sehr beeinflussen. Du bleibst uns doch für immer hier. Den Quatsch lassen, du musst. Verzeih mir, aber es war so verlockend. Dies ist ein bizarrer Ort. Hier sind all jene, die zwar frei von Sünde sind, aber nicht an Himmel und Hölle glauben. So wie ich. Ihr wurdet also an einen spirituellen Ort verbannt, an den ihr nicht glaubt und den es folglich in eurer Vorstellung gar nicht geben kann? Vielleicht kann dir diese Frage an der nächsten Station unserer Reise beantwortet werden.
Das ist sie, die Trutzburg des Verstandes. Alle großen Geister sind hier versammelt. Klingt super. Wen wir wohl treffen werden? Now I am become death, the destroyer of worlds. Huch. Was glaubst du, wo du hier bist? Das ist immer noch die Hölle. Homer, Sigmund Freud, Douglas Adams, Isaac Asimov, Stanislaw Lem, alle sind hier. Sind das da drüben Aristoteles, Platon und Sokrates? Lass uns rübergehen und ein bisschen was von ihrer Weisheit einatmen. Na, ihr geilen Typen, alles senkrecht? Die vulgären Seelen haben kein Ziel. Ist es Zeit vorzugehen für mich, bevor ich mich ins Unglück stürze? Ich hab dich auf dem Kieker, Sokrates. Hallo, ich bin Dante. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Wir müssen dann auch weiter. Komm, wir schauen auf dem Weg nach draußen lieber bei ein paar großen Künstlerinnen vorbei. Ach, zu blöd, dass ich getauft bin. Ist ja nicht zu fassen. Was glaubst du, was Beatrice dazu sagt? Das ist keine Kneipentour. Du hast ja recht. Ich habe mich von der Stimmung mitreißen lassen. Du musst zugeben, die Jungs waren super drauf. Ich habe sogar ein Stück von Aristoteles als Andenken. Wenn ich den in die Finger... Ach, scheiße, ich habe nicht mal Hände, mit denen ich ihn erwürgen könnte. Es pustet aber ganz schön. Kommen wir in ein Unwetter? Das sind die Ausläufer des Höllensturms. Zu blöd, dass ich meinen Regenmantel im Rucksack gelassen habe. Sind das Vögel? Nicht ganz. Wir kommen jetzt in den zweiten Höllenkreis. Wir sind gleich da. Hier sind die Wollüstigen versammelt. Du weißt schon, die mehr auf ihre Hose hören als auf ihren Verstand. Hey, nennt man sowas nicht ein Gentleman's Club? Erstmal treffen wir einen echten König. Pah, dass jede Menge notgeiler Adel hier unten ist, war ja klar. O du, der kommt zum schmerzenvollen Orte. Schau, wie du eintrittst und wem du vertraust. Moment mal. Oha, Beatrice, bitte komm. Minos, du oller Zausel, lass uns vorbei. Wir haben eine Generalvollmacht. Kümmer dich lieber um deine Kunden. Hey, ihr da, auch für Hohenzollern gibt es keine Extrawurst. Ach, Ernst Günther, auf eine Wurst hätte ich wirklich Lust. Dann komm, Charlotte, drehen wir noch eine schlüpfrige Runde. Hinfort. Die Seelen werden auf ewig vom Höllensturm umhergewirbelt. Irgendwie sieht's ganz schön aus. Ach, guck mal, Paolo und Francesca. Fass mich nochmal an und ich beiß dir die Hand ab. Die Hölle ist tief und wir haben noch einiges vor uns. Komm, wir müssen weiter. Ist das dein Ernst? Da kriegen mich keine 10 Pferde rein. Gut, dann nimm den Pfad. Ich warte unten auf dich. Wehe, du bewegst dich. Sind wir schon da? Nein. Ist da gerade ein Eis vorbeigefallen? Ja. Ist ja wie im Schlaraffenland. Nein. Es soll aufhören. Dieses Scheißteil stürzt uns ab. Dante, ich dreh durch. Dante, was? Wann sind wir denn endlich da? Jetzt. Guckt. Guck, es nieselt nur noch. Wir können aussteigen. Super, für ein Loch im Kopf reicht's. Kein Problem, für Besucher gibt's praktische Schirme. Dein toller Schirm schützt uns aber nicht vor dem da. Nimm das, Cerberus. Schnöde Erde? Das reicht, um das da zu stoppen? Offenbar schmeckt's ihm. Hier sitzen schließlich die Schlemmer ein. Die werden mit ganz besonderen Sachen gequält. Mit einer Kochshow? Pah, du Ahnungsloser! Eine Kochshow wäre nur die halbe Pein. Sie foltern uns mit einer Kochshow über Kochshows. Nee. Alles Essbare hier ist auf den Punkt. Und statt Wasser gibt's nur Balsamico-Reduktion. Igitt. Und dann dieser Eisregen. Die Hölle hat diesbezüglich ein Abo. Deswegen können die sich diese teure Werbung leisten. Es war nett, mit euch zu plaudern. Ich ruhe mich jetzt aber noch ein bisschen aus. Bis zum nächsten Gang.
Ich habe Hunger. Stimmt was nicht? Da kommt was von unten hoch. Schnell, hinter den Felsen da. Da will was aus der Hölle raus. Ja, ab und zu wirbt die Hölle aktiv neue Mitglieder. Dann schicken sie irgendwas Abartiges nach oben, um die Menschen zu verführen und hier runter zu locken. Die können wir doch nicht einfach hochmarschieren lassen. Das Böse findet immer einen Weg nach oben. Wir müssen, wie war das noch mit der subjektiven Beeinflussung hier? Haha, dann viel Spaß noch, ihr Trottel. Alles ganz schön verrückt hier unten. Hinter jeder Ecke lauert eine Überraschung. Was ist zum Beispiel mit denen da drüben? Keine Ahnung, sieht aus, als würden die abreisen. Kein Instagram, kein Twitter, Kamera kaputt. Mir glaubt doch kein Schwein, dass ich hier war. Die Wunder und Schrecken, denen wir begegnen, das will man doch mit der Welt teilen. Pape Sasa Aleppe. Eigentlich ist es genau wie oben. Dann finden wir da vorne vielleicht was zu beißen. Ich habe so Hunger. Wir werden schon was finden, da bin ich mir sicher. Willkommen in der Stadt der Geizhälse und Verschwender. Ich besorge dir jetzt was zu essen. Ich bin sofort wieder da. Du bleibst hier und rührst dich nicht vom Fleck. Sprich mit niemandem und zeig niemandem dein Geld. Alles klar. Wie viel habe ich denn eigentlich dabei? Das sind aber ein paar schöne Münzen in Ihrer Tasche. Was wollen Sie? Ich will Ihnen nur einen Rat geben. Das Geld in Ihrer Hosentasche. Geben Sie gut darauf Acht. Danke. Hier gibt es jede Menge finstere Gestalten, die für diese Münzen alles tun würden. Sie können hier nicht bleiben. Vertrauen Sie mir. Ich passe auf Sie und Ihr kostbares Geld auf. Hey! Am sichersten wäre es für Sie, wenn Sie Ihr Geld mir anvertrauen. Wir können es sinnvoll einsetzen, um einen Bahnhof zu bauen. Vortreffliche Idee. Oder wir investieren es in diese solide Bausubstanz. Wir geben es mit vollen Händen aus und verdienen Millionen. Wo ist er denn hin? Vergil, da bist du ja. Mensch, wo warst du? Du wolltest doch hier warten. Das ist nicht meine Schuld. Hier laufen ziemlich unheimliche Typen rum. Hast du jemandem dein Geld gezeigt? Natürlich nicht. Er hat selber rausgefunden. Oh nein. Hände hoch. Du bist also der Typ mit dem Geld in der Tasche. Her damit. Das hatte ich befürchtet. Jemand hat dein Geld entdeckt und jetzt wissen alle davon. Sehe ich das richtig? Der bedroht uns mit seinem Finger? Die können sich keine Waffen leisten. Das sind Hartz-IV-Empfänger. Ah, von denen habe ich schon gehört. Schnauze! Wir sind nicht hier, weil wir Hartz-IV haben. Offiziell sind wir hier, weil wir Geizhälse sind. Hä? Versuch du mal von 4,28 Euro am Tag satt zu werden, da wird man zwangsläufig geizig. Und zur Belohnung kommt man dafür in die Hölle? Gott steht halt nicht auf Loser. Das ist scheiße und unfair. Ich gebe euch mein Geld freiwillig. Verschwende es nicht an diese Schnorrer. Kapitalistenpack, haut ab. Hey Jungs, klärt das wie Erwachsene. Ping, ping, piu, piu, ping, piu. Komm, wir hauen ab. Was waren das eigentlich für leckere Küchlein, die du mir besorgt hattest? Och, das ist eigentlich das Einzige, was man hier unten essen kann. Woraus sind die? Aus Butter, Salz und was noch? Ballaststoffe? Um über den Styx zu kommen, müssen wir zu dem Turm flussabwärts. Der schickt ein Signal auf die andere Seite, damit jemand kommt und die Wartenden rüberbringt. Ist das dann wieder so ein fröhlicher Fährmann? Wir sind in einer Stadt, da gibt es andere Verkehrsmittel. Oh, sieh mal, die zwei da drüben, die waren bestimmt oben und haben was angestellt. Na, das war schon fast so einfach. Man muss diesen Trottel nur die richtigen Worte in den Mund legen. Unser Energiekonzept bietet euch einen belastbaren Fahrplan. Haha! Über unseren Coup steht bestimmt schon was in der Zeitung. Benimm dich jetzt bitte. In diesem Teil der Hölle sind die Choleriker und die Phlegmatiker.
Guten Abend. Glotz mich nicht an, du Arsch. Hey, wir wollen keinen Ärger, wir wollen nur ein Stück mit der Bahn fahren. Du meinst mit meiner Bahn fahren? Wie bitte? Dante, lass ihn. Ja, genau. Hör auf deine Töle. Okay, du darfst ihn hauen. Die sind zu zweit. Der andere ist Phlegmatiker, den kannst du vernachlässigen. Den Loser brauche ich nicht, um euch platt zu machen. Das lässt du dir gefallen? Hey, ist schon okay, ist auch irgendwie egal. Alter, du machst mich krank. Lass dir endlich mal Eier wachsen. Mach's doch mal so wie ich. Hello, I'm Chris. Oh nein! Oh nein! Nein, du wirst nicht singen. Her damit. Huch. Ich leg mich mal dazu. Vergil, wo sind wir eigentlich gerade? Wir fahren in diesem Augenblick über den Styx. Ich sehe da lauter Leute im Wasser. Was haben die verbrochen? Das sind Ignoranten. Meine Damen und Herren, nächste Haltestelle, die Stadt des Dis. Wir müssen aussteigen. Bleib dicht bei mir. Hier ist es immer ziemlich voll. Keine Angst, beachte die gar nicht. Dann lassen die uns in Ruhe. Halt, halt, halt. Wo willst du denn hin? Vergil? Was ist hier los? Keine Panik, ich regel das. Wir kommen schon irgendwie in die Stadt rein. Immer schön locker bleiben. Der macht das ganz souverän. Ich glaube, es hackt. Was fällt euch ein, uns das Tor vor der Nase zuzuknallen? Vielleicht können wir außenrum? Ich bin ja nicht zum ersten Mal hier. Es gibt keinen anderen Weg als durch die Stadt der Schmerzen. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Was ist denn hier los? Da stehen welche vorm Tor, die wollen rein. Na nö, normalerweise wollen doch alle raus. Die sind ja nur zu zweit. Wir tun einfach so, als wär nichts. Vielleicht gehen die dann wieder. Hey, ihr Pappnasen, macht das scheiß Tor auf. Vielleicht sollten wir doch was unternehmen. Aber nicht zu viel. Du weißt, was passiert, wenn wir Scheiße bauen. Am Ende wird da noch eine Demo draus. Was? Bloß nicht. Wir könnten ein bisschen drohen. Das ist eine gute Idee. Bitte verlassen Sie diesen Sektor. Oder wir holen die Gorgonen von der Stasi. Du willst wirklich die Stasi? Medusa persönlich? Mach dir nicht ins Hemd. Ich hab vorgesorgt. Na dann zeig mal, was du kannst. Achtung da unten. Sie werden jetzt versteinert. Das gibt ja wohl nicht. Warum haben die einen Spiegel dabei? Dürfen die sich überhaupt wehren? Hört auf mit dem Laserquatsch. Ihr kriegt uns hier nicht weg. Macht endlich die Mauer auf. Oh je, jetzt wird's ernst. Plan B, leugnen. Was denn für eine Mauer? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Die machen mich wahnsinnig. Die haben mich noch nie ausgesperrt. Na, wartet. Wir kommen da schon rein. Notfalls mit Gewalt. Was haben wir denn da? May I help you with the wall? Are you looking for freedom? Was ist denn das für ein Geräusch? Keine Ahnung! Das war super nett von dir. Vielen Dank. You're welcome. Don't drink and drive. Hätten wir es mal ruhig angehen lassen. Aber nein, der feine Herr muss ja unbedingt die großen Geschütze auffahren. Halt doch deine Fresse. Wenn wir sie gleich weggeputzt hätten, wären wir jetzt nicht hier. Schnauze! In einer Stunde habe ich Feierabend. Bis dahin ist die Mauer repariert. Das gilt auch für dich, Walter. Nu, nu. Jetzt, wo wir es in die Stadt reingeschafft haben, bin ich gespannt, was uns erwartet.
Warum genau wollten wir hierhin? Was genau ist das hier? Ich drück's mal poetisch aus. Das ist der Ort der Ketzer mit ihrem Anhang jeder Art und voller, als du es annimmst, sind die Feuergräber. Die Gleichen sind mit Gleichen dort begraben und von verschiedener Hitze sind die Särge. Jetzt bin ich neugierig. Kann man die mal sehen? Klar kann man die sehen. Wie wär's mit einem von denen da? Die sind schon länger hier und wurden noch nicht so platzsparend untergebracht. Wessen Grab ist das? Das ist ja leer. Ich glaube, er hat einen Brief von oben bekommen. Wie schade, dass Herr Bruno nicht da war. Dort hinten liegen diverse Kardinäle und mindestens ein Papst. Aha, und was ist das da drüben? Das sind die Gräber der verdammten Worte und Begriffe. Ui, da muss ich mal gucken. Hey, du da, du bist nicht tot und läufst doch hier unten rum. Meinen Sie mich? Na, wen denn sonst? Bist du nicht ein Freund meines Sohnes? Ist er bei dir? Ach, Sie sind das. Ich hätte Sie beinahe nicht erkannt. Nein, Ihr Sohn lebt noch. Gut, dann gib ihm das hier. Was ist das? Mein rechter Zeigefinger. Igitt. Stell dich nicht so an. In dunklen Zeiten kann der brennende Finger dir den Weg weisen. Mein Sohn kann ihn brauchen, wenn er eines Tages zur Hölle fährt. Wer weiß, vielleicht kommt ihr dann ja gemeinsam. Lerne aus dem, was du hier unten siehst. Und jetzt hau ab. Meinst du, ich muss in die Hölle, wenn meine Zeit gekommen ist? Wenn du dieses schrumpelige, stinkige Ding behältst, bestimmt. Was guckst du dich denn da unten um? Ich war hier noch nie. Ich denke, du kennst dich hier aus. Ist es hier gefährlich? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind vorhin irgendwie falsch. Schönen Tag, die Herren. Darf ich mal Ihre Ausweise sehen? Ausweise? Ich brauche Verstärkung. Ich habe hier zwei Illegale. Sie sind mir ja Schlitzohren. Sie können hier doch nicht einfach rumspazieren. Sie müssen natürlich erst mal Formulare ausfüllen. Was denn für Formulare? Na, Formulare eben, so eine dumme Frage. Davon habe ich ja noch nie gehört. Jetzt machen Sie mal Ihr Problem nicht zu meinem. Das ist die reinste Farce. Pappalapapp, das geht doch ganz schnell. Sie müssen mich nur auf Knien um Aufnahme anwinseln. Und wenn ich das nicht will, Sie sind doch nicht etwa Terrorist. Sehen Sie, das war doch gar nicht so schwer. Ihr Antrag wird jetzt so schnell wie möglich bearbeitet. Solange die Bearbeitung läuft, dürfen Sie sich dann natürlich nicht von der Stelle rühren. Das verstehen Sie sicher. Aber keine Sorge, Sie können einfach so lange hier warten. Wie viele Stunden warten wir denn schon? Keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt. Sag mir, dass du das auch gesehen hast. Oh nein, von diesem Ort habe ich schon gehört. Ich dachte, den hätten sich die Verdammten ausgedacht, um ihren eigenen Platz in der Hölle weniger grausam erscheinen zu lassen. Auf jeden Fall sind wir nicht die Ersten hier. Nur die übelsten Folterwerkzeuge haben sie hier versammelt. Ich bin nun schon lange in der Hölle und einiges gewöhnt, aber das ist wirklich fies. Und dich lässt das total kalt, oder was? Hey, hörst du mir überhaupt zu? Ich muss doch sehr bitten, ich unterhalte mich gerade mit Herrn und Frau Finger. Ich glaube, da kommt jemand. Mir egal. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Antrag wurde genehmigt. Als Willkommensgeschenk erhalten Sie dieses flotte T-Shirt und einen kostenpflichtigen Haarschnitt. Danken Sie mir nicht, ich bin nur ein bescheidener Beamter, der seine Pflicht tut. Jetzt haut ab und integriert euch gefälligst. Arschloch. Lass ihn. Wir haben schon genug Zeit verloren. Außerdem stinkt er. Nein, das kommt von da vorne. Auf der anderen Seite müssten wir eigentlich wieder auf den richtigen Weg kommen. Hoffentlich rennen wir nicht irgendwo gegen oder fallen runter. Na toll, jetzt habe ich nasse Socken.
Folge einfach meiner Stimme, dann wird dir nichts passieren. Ach, du kannst im Dunkeln sehen? Nö, ich wollte nur die Moral aufbessern. Völlig sinnlos, noch einen Schritt weiter zu gehen. Was unsere Weiterreise betrifft, sehe ich schwarz. Moment, ich habe doch den brennenden Zeigefinger. In dunklen Zeiten kann dir der brennende Finger den Weg weisen. Gleich wissen wir, wo wir sind. Flame on! Ein Fluss. Sieht ziemlich rot aus. Eisen? Blut. Natürlich. Was sonst? Wie kommen wir denn über den Blutstrom? Schwimmt ein Boot in Blut überhaupt? Ist das da vorne unser Fährmann? Still, Dante. Das ist der Minotaurus. Ich muss weg. Lass mich das machen. Mu, 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 mu. Mu, 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 mu. Ah! Vergil, was hast du zu ihm gesagt? Keine Ahnung. Ich fürchte, meine Aussprache war nicht ganz korrekt. Den können wir wohl vergessen. Vielleicht sollte ich das nächste Mal reden. Herr Schlaumeier meint also, er kann's besser. Dann probier dein Glück doch gleich mal bei denen da hinten. Hallo, Sie da. Hallo, Sie da? Du bist ja ein Profi. Ruf doch gleich, hallo, er schießt mich. Aus dir wird nie ein guter Diplomat. Steht in deinem tollen Internet nicht, wie man sowas besser macht? Ach, leck mich. Sehr undiplomatisch, mein Freund, sehr undiplomatisch. Hey, warum schießt ihr auf uns? Hört auf damit, ihr dämlichen Gäule. Was fällt dir ein, du dreckiger Köter? Der da lebt und hat hier nichts verloren, er muss sterben. Okay. Was? Hahaha. Sehr witzig. Ich lach mich tot. Mit solchen Prognosen wäre ich in der Hölle vorsichtig. Na komm, kleiner Mann, ich verbinde deine Hand. Wieso hast du auf mich geschossen? Ist eine wilde Gegend, war rein prophylaktisch. Wir haben eine kleine Bitte an dich. Du weißt doch, ich kann dir nichts abschlagen. Schieß los. Nun ja, wir müssen auf die andere Seite und der Junge darf nicht in den Fluss. Sehe ich aus wie ein Pferd? Das ist die absolute Ausnahme. Erzähl das bloß nicht den anderen. Dante, träumst du? Dann wollen wir mal. Was stinkt denn hier so bestialisch? Freunde, was genau ist in diesem Fluss? Hatte ich dir das nicht erzählt? Im Blutstrom kochen die übelsten Schlechter. Dagegen wirkt jedes Piranha-Becken wie ein Koi-Teich. Hüa! Hey! Aua! Hopp, geschafft. Da bin ich ganz schön gerannt, was? Wie der Blitz. Hat's dir gefallen? Ja, das war super. Runter von mir. Was fällt dir eigentlich ein, mir die Sporen zu geben? Tut mir leid, ich hatte plötzlich so Panik. Mist, Pinochet hat meinen Schuh gefressen. Oh nein, was ist mit Vergil? Der kommt schon klar. Aua, ah, au, ah. Weicheier. Was mache ich denn jetzt nur mit einem Schuh? Nicht verzagen, Vergil fragen. Was ist schwarz, stinkig und voll mit bösem Blut? Vielen Dank, Vergil, du bist der Beste. Ich weiß.